Hört ihr das auch? Da randaliert wer? Ich sehe hier aber nichts. Und herzlich willkommen zu Amnesia The Dark Descent mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Buh! Keine Ahnung, wo das herkommt. Sollte nur ein kleiner Erschrecker sein. Ich habe hier noch nicht reingeguckt. Ah, da liegt noch ein Zettel. Hier sind noch Bücher. Kann man die nehmen? Nein? Gut. Dann schauen wir uns mal den Zettel an. Bezüglich der Schließung des Weinkellers. Da wollen wir ja hin. Wilhelm und seine Dummköpfe haben meine Forschungen lange genug gefährdet und ihren selbstvergessenen Umgang mit den menschlichen Gefäßen. Der Schultheiß hält ein wachsames Auge auf den Wald und tötet meine getreuen Bediensteten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie der Spur nach Brennenburg folgen. Ich muss Wilhelm und seine Männer wegsperren, um weitere Untersuchungen von der Öffentlichkeit zu vermeiden. Der Weinkeller wird daher verschlossen, bis die Sache geklärt ist. Entweder gehen die Männer des Königs oder sie werden verhungern. Was auch immer zuerst eintritt. Meinetwegen können sie verrotten. Vielleicht werde ich ihnen etwas Wein zu trinken geben. Das würde in gewisser Hinsicht beide Probleme lösen. Ihr könnt euch vielleicht erinnern an die Geschichte mit den Soldaten, die im Wald rumstiefelten und sich irgendwie veränderten oder so, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Naja gut, okay. Ja, ich habe vergessen nachzuschauen, was ich nachschauen wollte, nämlich wie alt das Spiel ist. Da ist die Tür auf. Oh. Da ist die Tür auf. Wir kommen hier wieder raus. Ich gucke vorsichtig, aber hier ist nichts. Wenn ich noch wüsste, wie es lang ging. Sie rührt sich nicht. Hier waren wir drin. Hier sind wir doch vorhin reingekommen. Warum ist denn diese Tür zu? Wahrscheinlich, weil ich da lang muss. Hatte ich da nicht Licht gemacht? Na klar. Dachte ich. Die brennt noch. Kommen wir doch nur in die große Halle. Ich kann nicht laufen. Kacke. Oh! Eine Mutante. Oder was immer das ist. Es verfolgt mich. Jetzt ist es weg. Ich kann ja da lang. Bin ich da? Nee. Doch. Nein. Das ist Laufen? Ruhe. Ah, wir sind schon mal... Was ist denn hier passiert? Das war ich nicht. Und die dichten Hemd? Wir sind schon mal woanders. Bloß wo? Wie komme ich? Ich muss den Ausgang finden. Ach, das ist die Tür, die sich nicht rührt. Und hier hatte ich den Stuhl hingestellt als Falle. Nichts zu sehen. Kataloge. Ah, jetzt geht's raus, hier geht's raus. Raus! Gott sei Dank. Wir sind fertig, sagte der Mann, das Grab war freigelegt. Tin Hinan erwartete uns, grinste der zahnlose Arbeiter. Oh. Oh. Au. Ich wurde angespritzt. Mach die Lampe aus, hier ist hell genug. Eine Mutante lief da drin rum. War das einer von diesen komischen... Aus dem Brief, wartet mal. Ja, das haben wir gemacht. Wie war das? J.
Notizen? Daniels Notiz an sich selbst, bezüglich der schließlich der Schlüssel, Bediensteten. Er tötet meine getreuen Bediensteten und es gibt ja hier in der hiesigen Folklore der Sammler, die unbekannten Besucher, der unsterbliche Baron. Nein, nein, nein. Die Sammler. War das einer von denen? Mhm, mhm. Wer weiß, wer weiß. So, ich weiß nur, dass wir jetzt in den Weinkeller können. Ich mach die nur vorsichtshalber an. Ach, der Weinkeller war ja da unten. Weil hier ist dunkel. Ach so. Das. Ah. Die Steinplatte schien undurchdringlich, als könnte sie nie wieder bewegt werden. Ja, wenn man so eingeschlossen wird an so einen ollen Gang da. Stimmt nicht so angenehm. Ja, ich gucke hinter jede Kiste. Von hier sind wir gekommen. Jetzt geht hier eine Treppe runter. Na gut, dann gucken wir mal. Huch! Ich höre hier schon wieder irgendwelche Schritte. Ey! Die haben gesoffen. Kupra? Kuprit habe ich aufgenommen. Das scheint jemandem nicht zu gefallen. Ich baue mir jetzt ein Versteck. Nein. Ich will nur schauen, ob hier hinter den Fässern was versteckt ist. Kuprit haben wir. Sieht nicht so aus. Guck mal, diese grünen Spuren hier. Das sind Schritte, würde ich sagen. Komm ruhig rein! Ich schrecke jetzt die Geister mit meinen Geräuschen. Das sind grüne Spuren. Sonst kann ich hier nichts machen, ne? Sagt meine... Na, noch haben wir ein bisschen Öl. Hallo? Nee, 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 auflassen. Damit ich mich da drin verstecken kann. Someone's coming. Was zünden wir hier an? Ich will ja nicht die ganze Zeit... Das Öl. Au! Wenn du dunkel bist, wird sich dein geistiger Zustand allmählich verschlechtern. Zünde Lichter in deiner Umgebung mit Hilfe von Zunderbüchsen an oder suche andere Lichtquellen. Ey, die habe ich ja denn ganz umsonst angezündet. Jetzt reicht's mir. Macht mehr Licht. Geht's mir? Einige Schnittwunden und blaue Flecke. Der Kopf dröhnt und die Hände zittern. Was haben wir denn? Kuprik und Zink? Das war kein Öl, das war Zinkerz, was ich aufgenommen habe. Okay. Da, Zunderbüchse. Sehr gut. Erstmal wird hier alles durchwühlt. Du kannst mich mal da draußen. Öl! Alle.
Hier sind Bretter. Da ist noch mein Blut dran von meiner Rübe. Da ist eine Zunderbüchse. Gut. Hier ist nix. Ich durchwühle. Aua! Alles. Nee, hier ist auch nichts. Komme ich nicht rum. Ich habe ja die Hoffnung, dass ich hier irgendwo... Hey! Was finde. Das sieht nicht so aus. Ich übe schon mal mit Werfen. Ne, hier ist nix. Jetzt muss ich hier irgendwie rauskommen. Kann ich hier... Das ist zu schwer. Zum Schieben halte die linke Maustaste gedrückt, während du dich mit und so weiter. Nein. Mhm. Das muss auch weg. Ich kann hier nichts schieben. Kann man hier irgendwie oben hoch? Jetzt ist mir das aber zu dunkel hier. Habe ich hier noch irgendwo? Da hinten habe ich eine Kerze. Na, dann machen wir die hier mal an. So. Ich will nicht mein ganzes Öl hier verbrauchen. Ja, jetzt sind wir hier drin irgendwie gefangen, glaube ich. Kann Dingbalken, kann ich den aufgreifen? Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt raus will. So. Eigentlich ist es doch gut hier. Ich bin bloß ein paar Vorräte. Hier für Geräusche hinter mir. Wir haben aber noch nicht alles zusammen. Kriege ich... Kann ich den... Oh. Ich bin ja stark. Ja, hier richtig was drauf. Das bedeutet dieses Ha... Noch was hinter? Nein. Gehe ich jetzt mal hier reingucken? Hier ist wieder nichts. Ruhe! Ich erhole mich hier erstmal in der Ecke. Wie geht's ihm? Leichte Kopfschmerzen. Jetzt. Hier ist noch eine Tür. Seht ihr, hier war ich noch. Hier sind noch mehr Türen. Die ist zu. Ein Feind ist in der Nähe. Steck dich im Dunkeln. Bin ich hier im Dunkeln? Hier ist es dunkel. Das habt ihr auch gehört, ne? Thank you.
ist deswegen ruhig, weil ich versuche herauszufinden, was hier los ist. Ich mache hier hinten einfach mal Licht. So. Da liegt ein... Nee, liegt kein Zettel. Was sagt mein Zustand? Oh. Guck mal das Gehirn an. Aber es ist hier jetzt auch wieder ruhig. Oh, ich spiele schon wieder zu lange. Tür zu. Eine Zunderbüchse. Gut. Hier vielleicht noch was hinter? Nein? Alles durchsuchen. Ich bleib mal hier in der Nähe von der Fackel stehen. Kann man die nehmen? Nein. Das kann ich ja ausmachen, denn. Der Kopf dröhnt, die Hände zittern. Mir geht schon wieder besser. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.